Moin, moin, ihr Lieben. Guten Morgen. Oh, was habe ich eine fantastische YouTube-Stimme gerade. Der Steve, Kopf aus den Leuki. Moin, grüßt euch, ihr Lieben. Ich hätte nicht gedacht, dass schon welche da sind. Webcam neu eingerichtet. Ja, im Moment läuft sie. Mir macht es immer noch Kummer, dass nach jedem Neustart vom Rechner die, Autofokus und so, dass die Häkchen immer wieder drin sind. Ich speichere das und es ist immer drin. Ray, moin. Der Mann hat Farbe im Gesicht. Ja. Das ist das Rote noch von dem Suff von gestern. Das ist die Durchblutung. Wie geht's euch, ihr Lieben? Schwabe. Grüß dich. Hi, schön dich zu sehen. Quotenbayer, moin. Ach, ihr seid ja doch alle schon da. Mein Chat. Bot zeigt mir noch zwei Leute live an. Ja, der muss auch aufstehen. Der schläft, glaube ich, auch noch. Das stimmt. Der hilft immer. Da wird man ganz normal von. Bierchen trinken oder verrückt sein. Das ist immer so die Waage. Ich will jetzt gerade mal gucken. Gehen wir mal rüber ins Studiomodus. Ja, ein bisschen Krisen tut's, stimmt. Das stimmt. Wir machen heute noch ein kleines Unboxing. Was ist da wohl drin? Was mag da wohl drin sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich schieb gerade mal ein Stückchen zurück. Es gibt Störgeräusche. Mikrofon regelt nicht zu. So schnell. Hast du Geräusche, wenn ich spreche? Kann das sein? Nein, ne? Die Soundkarte an dem neuen Mainboard, die ist ein bisschen Grütze, glaube ich. Die ist nicht so toll. Und ich sehe auch, dass das Mikrofon ständig aufgeregelt ist. Ich habe auch ein relativ lautes Lüftergeräusch hier von meinem Netzteil. Das ist noch das alte Antec mit 1000 Watt. Das hatte ich mir vor 6 Jahren mal geholt, nachdem ich den fetten, stromhungrigen AMD drin hatte und 2 AMD-Grafikkarten. Da hatte ich ein bisschen mehr Leistung gebraucht. Aber der Lüfter dort ist nur ein 80er Lüfter drin und deswegen ist das Ding richtig laut irgendwie. Das Päckchen hier. Kaffee. Ja, ich brauche Kaffee unbedingt. Ich muss aber vor dem Paket auspacken hier, muss ich nochmal den Dachboden. Das Schlafzimmer ist fertig. Das Schlafzimmer ist fertig. Ich habe jetzt noch zu verputzen den Flur. Ich muss den Flur verputzen, weil der Lars gerade fragt. Ich muss noch den Flur verputzen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil da noch so ein bisschen krumm und schief was ist. Und dann, wenn das fertig ist, werde ich mich im Dachboden, im Dachgeschoss, sage ich mal, nicht Dachboden, im Dachgeschoss, ist noch ein Bad zu machen. Aber da brauche ich noch ein bisschen Geld. Das Bad wird noch teuer, da braucht man ja komplett alles, Fliesen, alles. Also da stehen auch nur gestellte Wände, da ist noch keine Wasserleitung, keine Heizung, nichts drin. Und das dauert da erstmal ein bisschen noch. Das schiebe ich noch ein bisschen nach hinten. Oh, Tami, meine Liebe, grüß dich, hi. Mutter, der Drachen fehlt noch irgendwie. Die fehlt auch noch irgendwie. Die kriegen wir auch noch aus dem Bett gewackelt. Schubs mal einer sie an. Mit so einem Haus ist immer was zu machen. Ja, ja, YouTube Money habe ich ja nicht. Ich habe die Woche E-Mails gelesen. YouTube macht ja jetzt ein neues Programm. YouTube hat ja ein neues Partnerprogramm. Also die haben ja nicht ein neues, die haben ja schon... Wer versteckt sich dahinter einem Karton? 7 Monate in Folge. Alter, Vater, du geiles Stück. 7 Monate, ich hätte es nie gedacht, dass einer mal so lange treu bleibt. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Stietchen. Genau, Stietchen. Guten Morgen. Siato. Moin, moin, grüß dich, mein Lieber. Hi, danke, Liro. YouTube hat seine Regularien ja für die Partnerschaft geändert und ich glaube, ich entgehe meiner Nichtauszahlung jetzt erst recht. Ich mache ja den YouTube-Kanal seit 3 Jahren und da verläuft sich ja kaum einer, nur ganz wenige und das ist ja so, dass gecheert wird auch schon wieder hier. Dankeschön. Da kommen Just Cheered 100.
In Hess total 200. Oha, okay. So, Dankeschön. Dankeschön, Tami. Ich habe ja seit 3 Jahren YouTube und habe da mittlerweile 3 Wochen keine Videos gemacht, aber es kamen noch ein paar Abonnenten dazu, ganz wenig, und habe jetzt 884. Das war alles soweit okay. Ich konnte auch quasi monetarisieren, wobei 7 Days wird ja sowieso nicht monetarisiert oder nur mit immer vielleicht pro Monat ein Kupfer, und die machen ja so, dass ab Monetarisierungsgeld ab 70 Dollar ausgezahlt wird. So. Ich habe 3 Jahre jetzt YouTube und habe keine Auszahlung. Keine 70 Dollar erreicht. Also, ich werde nie mehr reich auf YouTube. Ich brauche 1000 YouTube-Abonnenten, um weiterhin Partner zu sein, damit man überhaupt monetarisieren kann und die Endcard machen kann und damit man Infokarten setzen kann. Und die Endcard fand ich eigentlich immer ganz gut. Du konntest auf andere Videos von dir hinweisen. Das empfiehlt mir jetzt natürlich auch. Mit 7 Days werde ich nicht reich. Ich will ja auch gar nicht reich werden. Ich will ja gar nicht reich werden. Ich will Kommentare lesen und das ist mir das Liebste, und deswegen streame ich auch lieber. Ne? Weil man da die Kommentare immer direkt liest. Und man kann sie direkt beantworten. Das macht mir halt im Stream deswegen auch ein bisschen mehr Spaß mit euch. Und das Einzige, was mir keinen Spaß macht, ohne Kaffee hier zu sitzen, das macht mir keinen Spaß. So. Soll ja alles Familie sein. Ja, ich finde das auch so schön. Ich finde das so viel schöner. Guck mal, wir sind jetzt 20 Leute hier, gerade aktuell im Stream, ungefähr 20. Ich müsste mal kurz F5 drücken, dann wird es mal aktualisiert. Ist doch egal. Ich mache es auch gerne für 60 Zuschauer auf YouTube. Ja, und ich gucke mir meine Klicks an. Ich habe so im Schnitt 150, 200 Klicks. Das reicht, das ist doch gut. Und ich freue mich auch über die Däumchen da hoch und so. Aber ich freue mich viel mehr über die Kommentare, die ihr hier schreibt im Chat. Das ist viel wichtiger. So, ihr Lieben. Habe ich eine Kaffeepause hier drin? Habe ich sowas hier? Warte mal ganz kurz. Kaffee holen. Genau, da ist Kaffee holen. Ich muss ja ganz kurz Kaffee holen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Mit einem frischen Kaffee. Ich brauche 2-3 Minuten, muss Wasser heiß machen. Bis gleich, okay? Bis gleich. Wir sehen uns. Nicht weglaufen. Oh. Ich habe mir den Fuß gestoßen. Aua. Fuck. Stinkfuß. Oh, das tut voll weh gerade. Immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen ziehen. Und am schlimmsten finde ich es, wenn die Fußzehen noch so kalt sind. Dann tut es immer ein bisschen doppelt weh. Scheiße, aua. Au, 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 au. Geht bald wieder weg. So, Kaffee habe ich. Nachschub. Sehr gut. So. Wollen wir mal hier reingucken? Was ist hier drinne? Fragen sich ganz viele schon. Was ist da drinne? Fragen sich ganz viele schon. Das Mikrofon ist gerade fast am Übersteuern. Ich muss jetzt schon lachen. Wir hatten mal eine Idee. Wir hatten in einem Streamer eine Idee. Und die Idee lautete... Das kann ich jetzt ein bisschen kruspeln. Ich habe keine... Habe ich eine Schere? Ich habe eine Schere. Da ist eine... Ich habe kein Cuttermesser hier im Moment. Oh je, was kommt jetzt? Wir hatten in einem Streamer eine Idee. Eine sehr lustige Idee. Die ging schon wieder fast in Vergessenheit. Ich kann die Cam leider nicht größer stellen im Moment. So, also, wir sind jetzt dabei.
Nein, nicht der Pulsmesser. Was anderes. Wir hatten mal eine lustige Idee. Und die müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das mal vielleicht dieses Jahr 2-3 Mal hinkriegen. Keine Ahnung. Stietchen, nein. Wir fangen erstmal mit was anderem an. Wir haben irgendwann mal gesagt, GZ Tami, wir haben mal gesagt, wir machen mal so einen Stream. So ein, wo man die Ami-Streamer, die sind ja immer mit so Ideen so, dass man sich einfach immer ein bisschen haten lassen kann für Geld. Und dann kommen so die Nates immer 1 Euro und die dürfen dann schreiben, ja, du bist voll blöd und du bist hässlich und sowas. Und dann habe ich mal so gesagt, so aus Spaß, das müsste man da eigentlich auch mal machen. Man muss so einen Kanal mal aufmachen. Man muss einfach so einen Kanal mal aufmachen. So einen Joke-Kanal, der nicht ernstzunehmend ist. Ja, wo die Leute schreiben können, was sie wollen. Wo sie haten können. Ja, doppelt auch. Zweimal, wenn sie wollen. Aber nur für Geld. Und du musst dich aber nicht erkenntlich zeigen. Du musst unerkannt bleiben. Ja? Du musst unerkannt bleiben. Und deswegen gibt es jetzt hier drinne in diesem Päckchen gibt es etwas Sensationelles, eingepacktes in einer Tüte. Ja. Und damit man da nicht so erkannt wird, kam Austin und ich auf eine sensationelle Idee. Ja. Auf so eine Maske. Dass man einfach so einen Stream macht, dass man so einen Kanalnamen macht mit so einer Maske. Keine Ahnung, vielleicht noch hier so ein paar Brusthaare raus wachsen lässt. Und dass man sich einfach ein bisschen zum Affen macht. Ich muss die Mütze aufsetzen, die Haare sind heute so schlimm. Dass man sich einfach zum Affen macht. Ich bin aus dem Bett gekrabbelt. Guck nicht auf meine Haare, guck weg. Soll sich so zum Affen macht. Ist nicht zu fassen, ja doch. Ombepunkt-Maske wird natürlich deleted. Ah, wie geil. So eine Maske einfach draufsetzen und los geht's. In der Maske erkennt man den Helden in mir, das stimmt. Das ist so eine geile Idee gewesen. Der Austin sagte, komm hier, ich hab das Bedürfnis, wir müssen das mal ankurbeln ein bisschen, wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Dann hat er mich angeschrieben und dann hat er gesagt, ich hab hier was Cooles gesehen. Und hat er mir das mal zukommen lassen. Geht die Brille? Nein, die geht nicht. Da muss ich mir was überlegen. Die Brille geht da nicht drüber. Ich muss mal gucken, ob die Brille... Ich glaube, die geht da nicht drüber. Ich muss mir da was überlegen. Das wird nicht passen. Das wird nicht passen. Drin. Nein, das wird nicht passen. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Kontaktlinsen, ja, ich muss gucken, weil ich brauche die Kontaktlinsen für die... Also die Brille für die Ferne. Aber ich habe einen Schliff drin mittlerweile. Ist ja der Oma so alt. Und dann sehe ich in der Nähe nichts. Ben Affleck wird erschüttert sein. Nein, er wird mich... anheuern als Double in den Action-Szenen oder in den Nacktaufnahmen. Vielleicht eher das Letztere. Ich hoffe doch. Ins Brünstig. Nein. Oh Gott. Sowas werden wir machen. Vielen, vielen lieben Dank, Austin. Die Idee ist super. Die schwebt auf jeden Fall jetzt hier direkt immer vor mir auf dem Tisch. Und ich werde mal gucken mit dem Kanalnamen, was wir da machen. Ja, was für Nacktaufnahmen. Oh Gott, das will keiner sehen. Oh Gott, der Körper ist 45 Jahre alt und untrainiert. Freust du dich schon auf den ersten Stream? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir den mal irgendwie, keine Ahnung. Wenn wir den machen, ist ja keiner da. Der Streamname, der wird einiges bringen. Der Titel dann. Das ist ja so, dass man bei Twitch, glaube ich, auch spielen muss. Das war ja bei der Oma mal so. Die Marmeladenoma. Hat ja nur vorgelesen und die musste auch mal ein Spiel machen. Dann wurde sie angemahnt, weil sie einen verifizierten Kanal hat.
Und das ist natürlich mit der Maske. Ja, ich muss mal gucken. Kontaktlinsen habe ich. Ich probiere das mal aus, wie ich auf der Entfernung sehe. Ich habe ja hier jetzt noch einen Moinsen, Cliff. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Monitor mit 46 Zoll in Full HD mit Minecraft-Schrift. Vielleicht wird das ja mal was. Vielleicht wird es ja mal was. Ich würde mich freuen, wenn beim ersten Stream einige von euch dabei sind. Ja, das auf jeden Fall.